Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns, diesmal im Hintergrund ordentliches Season 3 Reloaded Gameplay, sogar zwei verschiedene, da die recht fix vorbei sind. Der Modus heißt Minenfeld, Freunde, nicht, dass ein neuer Modus nicht so schon exciting genug wäre, Spaß beiseite, meistens sind die ja Trash. Das hier ist im Prinzip ein Team Deathmatch, wo jeder getötete Spieler eine S-Mine fallen lässt, wenn er geholt wurde. Dementsprechend kann man da, wenn man die richtigen Leute an der richtigen Stelle wegnatzt, ordentliche Kettenkills hinlegen, sage ich mal. Da rettet einen dann auch das Perk nicht. Aber kommen wir erstmal darauf, was es in diesem Video hier zu besprechen gilt. Und zwar, zum einen ist natürlich die Public-Test-Phase von X-Defiant hier wieder vorbei. Und zum anderen haben wir endlich ein Launch-Date. So, Public-Testing, die Server-Tests, die ich angekündigt hatte, dass ja jeder joinen kann, habe ich, bin ich offen und ehrlich, übersprungen. Ich kam einfach nicht dazu in der Zeit, habe stattdessen ein bisschen COD gespielt, frecherweise. Denn es hat gerade mal ein bisschen Spaß gemacht und gab halt auch allerhand Double-EP für alles Mögliche, nimmt man ja gerne mit. Von daher habe ich X-Defiant gut sein lassen. Ich hätte sogar noch mal ein Spiel deinstallieren müssen, um Platz zu haben. Von daher dachte ich mir dann gut Scheiß drauf. Habe mir daraufhin aus verschiedensten Quellen angehört, was es so zu sagen gibt. Und alles in allem, die Leute waren hyped, die Maps und die Waffen waren dieselben. Letztendlich ist es wohl so, dass sie allerdings nicht wirklich Progress gemacht haben. Also man hat Dutzende und Aberdutzende Clips gesehen, dass diese, Netcode überhaupt nicht funktioniert, sprich die Hit-Detection ist völlig off, man ist schon längst um die Ecke rum und wird noch geholt oder andersrum, man schießt und schießt und schießt und nichts passiert. Es fühlte sich alles in allem von den Leuten, wo ich mir Videos angeschaut habe, unter anderem Nero Cinema, Exclusive Ace, Espresso und alles mögliche, was halt sonst so bei COD rumwuselt. Und alle waren sich eigentlich ziemlich einig, das ist seit dem letzten Test ein Jahr davor, nachdem es irgendwie hätte rauskommen sollen, nicht viel passiert. Nun kann man nur hoffen, dass sie mit diesem Test jetzt wirklich hier die letzten Tweaks machen können. Das Ganze soll am 21. diesen Monats rauskommen. Das müsste ein Samstag oder Sonntag sein, wenn ich mich gerade nicht irre. Ist ja auch nicht so wichtig. 21.05. Ihr könnt selber nachschauen, was für ein Wochentag das ist. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt überhaupt was bringt, ob sie das Spiel jetzt einfach nur wieder rauswerfen, bevor das nächste COD von Treyarch ist mit einem ordentlichen Zombie-Mode und dann halt entsprechend wieder die ganze Aufmerksamkeit im Shooter-Genre auf sich zieht, oder ob das Ding jetzt wirklich mal fertig ist, denn wie gesagt, von den Tests der vergangenen Woche, da sieht es nicht so aus, als ob überhaupt irgendwas passiert wäre seit dem vergangenen Test im letzten Jahr, im Sommer. Von daher bleibt uns echt nur zu beten, dass das Ganze jetzt mal ordentlich angegangen wird und auch funktioniert. Was soll ich sagen? Ich werde reinschauen. Ich hoffe, es funktioniert. Das Spiel als solches, wie gesagt, ihr kennt meine Meinung, ist ganz grandios. Hier und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die mir fehlen, siehe Killstreaks, aber mein Gott, sie können jetzt auch nicht 1:1 Call of Duty klonen. Und wenn ich da ein schönes Gunplay habe, und das Ganze auch noch ohne Skill-Based Matchmaking sein sollte, wie sie es ja eigentlich angekündigt und versprochen haben, dann würde das Ganze auf jeden Fall jede Menge Spaß machen. Free-to-play ist es auch noch, also was soll ich sagen? Immer her damit, Freunde. Nicht umsonst war ich bis vor einem Dreiviertel oder halben Jahr sogar noch absolut gehypt für den Stuff. Ich habe gerade hier mal die Seite von X-Defiant und Ubisoft aufgerufen, wo sie halt gepostet haben, Launch Date ist am 21.05. Ich überfliege das Ganze hier nochmal kurz, ob es noch irgendwas Interessantes gibt. 14 Maps, 10 verschiedene Arenas, wahrscheinlich so eine Art Gunplay oder so. Ach nee, nevermind. 10 Arena-Style-Maps und 4 Progression-Karten. Sprich, in dieser Modus, wo man irgend so ein Gefährt Eskorte, hieß es zum Beispiel bei BO3 oder jetzt auch wieder bei MW3, kam ja zurück mit dem Season 3-Update, wo man halt irgendeinen Gefährt durch die Map transportiert. Auch so ein bisschen mit der Kriegsmodus damals von Call of Duty World War II oder jetzt auch MW3. Also absolut nichts Neues, aber eine schöne Sache allemal. Wir haben 5 Fraktionen, da soll wohl auch über jede Season, die noch irgendwann dazukommt, eine weitere Fraktion, ein paar Karten und Waffen dazukommen und so weiter.
Wir haben scheinbar 24 Waffen, das kommt mir jetzt wenig vor, aber es mag sein, das reicht ja auch für den Start, dass man sich mit denen allen durchgewuselt hat. Kommen ja sowieso schon in den Seasons neue Waffen nach, also ja, ist jetzt nicht überragend, aber Freunde, es ist ein Free-to-Play, also wollen wir mal jetzt nicht hier gleich mit 80 Waffen reinstarten, ganz ruhig. 5 verschiedene Game-Modes, hier steht auch nochmal, dass 3 davon für die Arena-Karten sind und 2 verschiedene davon für diese Progression-Karten. Map-Namen, Mode-Namen, das bringt uns jetzt alles nicht viel. Ein Ranked-Mode soll an den Start kommen, ist auch schön für die Leute, die gerne schwitzen wollen. Da kann man dann auch nicht sagen, das gibt es nicht, weil bei COD macht es keinen Unterschied, ob ich Ranked oder Public spiele. Der einzige Unterschied ist, dass Ranked noch asozialer ist, weil man da versucht, auf einen Win zu gehen, was ja im Public-Match relativ schnuppe ist. Und SWMM habe ich bei beidem, oder EOMM, und ach, fragt mich nicht, wie man es heute schimpft, für mich bleibt, ist und bleibt das SWMM, auch wenn es das Ganze nicht ganz so gut beschreibt, wie es ja am Ende sogar ist, aber jeder weiß, was gemeint ist, das Wort ist in der Community seit COD AW unterwegs, von daher wissen alle Leute Bescheid. Ja, bisher 4 weitere Seasons angekündigt, wo jeweils 3 Waffen und 3 Maps rauskommen und 90 Tiers in einem Battle Pass und jeweils eine neue Fraktion. Season 1 kriegt Ruby, Season 2 kriegt Buzz, Season 3 kriegt Orchard, Orchard, wer weiß. Und Season 4 bekommt Horde oder Horde, je nachdem wie man denn möchte. Ja, von daher, was gibt es dazu zu sagen? Meines Wissens sind PS3 und Xbox One, war die alte, richtig? Ja. Die sind rausgestrichen worden, die werden nicht weiter supportet. Ja, hier steht's auch nochmal. PC, PS5, Xbox Series X und S. Mit denen könnt ihr hier Free-to-Play reinsuchten ab dem 21.05. So, was das Ganze ja so attraktiv macht, Freunde, ihr wisst's alle. Das merkt ihr hier vielleicht auch die ganze Zeit schon im Hintergrund. Ja, dieser komische Minenfeld-Modus hier hat tatsächlich kein Skill-Based Matchmaking. Natürlich habe ich nicht jede Runde Hardcore dominiert und euch hier die etwas schöneren rausgesucht. Keine Frage, ich bin kein Gott, ich bin nur ziemlich gut. Man sieht's einfach am Hand des Gameplays, dieser Mode hat kein SBMM. Es ist nicht klar, da es nicht in der Beschreibung mit drin steht vom Modus, ob das ein Fehler ist oder vermutlich viel eher ein Test. Ein Test welcher Art, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich, wie lange die Noobs da dann drin bleiben und sich das geben lassen oder wie oft die Rage quitten und dann aufhören zu spielen oder so. Was weiß ich, was sie damit eventuell testen wollen. Aber einen Fehler halte ich fast für ausgeschlossen, weil warum sollte man aus Versehen für einen einzigen Game-Mode ein anderes Matchmaking-System haben? Das macht keinen Sinn. Also wird dieser Minenfeld-Mode hier scheinbar irgendwie so eine Art kein SBMM-Test sein. Das wäre natürlich wunderschön, vielleicht haben sie ein bisschen Angst wegen X-Defiant. Und wie das so ist, Konkurrenz pusht. Konkurrenz führt dazu, dass gute Produkte auf den Markt kommen und COD hat leider seit bestimmt 10 Jahren keine Konkurrenz. Und das sehen wir auch daran, dass die Jahre über die Spiele immer und immer beschissener wurden, ne? Was will man sagen? Von daher, ich bin absolut gehypt auf diesen Mode. Der Mode selbst lässt mich eigentlich relativ kalt. Ich habe sogar zwischendurch wieder kleine Karten gespielt. Einfach um die Season 3 Reloaded hat eine neue Waffen-Kamo-Kategorie eingeführt. Und zwar Prestige nennt die sich. Die ist zwar ein bisschen prollig und hässlich, aber die macht schon schön bling-bling. Die Kamo ist so goldglitzernd. Werdet ihr denn sehen, wenn ich sie mir freigespielt habe? Ja, da muss man, glaube ich, 1,5 Millionen EP mit einer Waffe sammeln oder 150.000. Ach, frag mich nicht. Auf jeden Fall gut reinzuchten und immer nur mit einer Waffe zocken innerhalb der Season. Und das werde ich jetzt halt größtenteils erstmal betreiben. Das macht jede Menge Spaß. Wie ihr hier seht die ganze Zeit, diese Shotgun Akimbo ist halt völlig krank. Es ist eigentlich keine Shotgun, es ist eine Marksman Rifle von Modern Warfare Römisch 2. Das COD vom Jahr davor. Das hat jetzt mit Season 3 Reloaded durch ein paar Herausforderungen halt einen Waffenmodifikationskit bekommen. Und dadurch ist die Shotgun Akimbo hier wieder back. Absolut crank, wie beim Original MW2. Auch völlig overpowered, wird bestimmt noch genervt. Aber aktuell bis auf 29 Meter, wenn man beide Trigger gleichzeitig drückt,
ein One-Shot-Kill. Exclusive Ace hat dazu schon seinen Gun Guide hochgeladen, daher kenne ich die Stats gerade. Also absolut, absolut sexy, aber die Ball als solche ist bisher leider nicht so strong. Ansonsten neue Maps geil, neue Progression geil, Modern Warfare 3 Multiplayer geil. Also abgesehen von den, ich kann mich immer nur wiederholen, von den etwas zu schwachen Killstreaks und von dem SBMM habe ich hier kaum was dran auszusetzen. Klar, der fehlende Prestige-Mode, aber gut, darauf würde ich verzichten, wenn das andere, wenn sie die anderen beiden Sachen wieder hinkriegen. Also von daher, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und haut rein. Thank you.